Ich bin heute beim synodalen Weg der katholischen Kirche, wo sich zwei Lager gegenüberstehen. Hier Maria 1.0, die Vertreter der reinen katholischen Lehre. Und hier Maria 2.0, die sowas wie Gleichberechtigung wollen. Ja, die Stimmung könnte bei Schalke Dortmund nicht besser sein. Macht nicht den Luther! Macht nicht den Luther! Macht nicht den Luther! Sie dürfen weitermachen. Ja, macht nicht den Luther! Jetzt und der Stunde unseres Todes. Amen. Wie stehen Sie denn dazu, dass Frauen geweiht werden wollen jetzt hier? Ich glaube, Sie können schon ahnen, oder? So, ja, ich muss ja eine offene Frage stellen. Ist okay. Aber ja. Okay, ich kann es auch anders formulieren. Nee, ich formuliere es anders. Also, dass Frauen jetzt auch geweiht werden wollen, ist ja wirklich Quatsch, oder? So ist es. Jetzt haben die ja auch die Forderung, die Gegenseite, die Segnung von Homosexuellen. In Deutschland werden ja sogar Züge gesegnet. Ja, natürlich. Alles kann gesegnet werden von der katholischen Kirche. Außer Homosexuelle, die sich lieben. Das ist ja wieder, es ist eine widernatürliche Union, eine Sache, die nicht gesegnet gehört. Es gibt hier Segnungen. Das haben Sie schon mal gesehen, wie zwei ICEs gekoppelt werden? In meinen Augen ist das Sünde. Denken Sie mal drüber nach. Man kann ja auch nicht sagen, ja, jetzt, ich habe da jemanden umgebracht und ja, es ist gut. Applaus dafür. Oder ja, ich kriegst 5 Euro von mir, wenn du jemanden umgebracht hast. Jemanden umbringen ist ja jetzt schon ein bisschen was anderes, als wenn man aber jemanden mit dem gleichen Geschlecht liebt. Das ist ja nur das Konzept, es ist Sünde. Everybody loves somebody. Dann schaue ich mir jetzt mal die großen Reformen der katholischen Kirche an. Also ich gemeinsam mit meinem Kameramann Jesus. Wir haben eigentlich gar nichts beschlossen. Warum? Was ist denn passiert? Wir haben nur beschlossen, dass wir, anstatt was zu verändern, prüfen, ob wir überhaupt was verändern wollen. Ich würde sagen, High Five, es bleibt der alte Männerbund. Nein. Schon geil, dass man Bischof ist, oder? Es ist mega geil, wenn man Bischof ist. Und ich habe ja die einzige Hoffnung, die ich noch habe, ist tatsächlich, der Heilige Geist ist angeblich ein Taube. Und ich habe die Erfahrung, dass Tauben auch ab und zu mal jemandem auf den Kopf kacken. Und ich wüsste auch schon, wer wirklich ein willkommenes Opfer sein könnte. Ich freue mich, Sie zu treffen. Ja, ich mich auch. Sie sind ja quasi eine Legende, eine lebende Legende. Genau, super. Ja, bei Ihnen auch in der Sendung. Sind Sie eigentlich gegen die Weihe von Frauen, weil Frauen einfach nicht so gut vertuschen können wie Männer? Ach, wissen Sie, ich bekomme hier gerade hin und bin gar nicht so ganz richtig gesund. Ich schau mal, wo man hier reinkommt. Kennen Sie einen Zygomatik? Und die Stufe 3 ist an. Und sie haben Sauerkraut drin, weil es schon lange gärt. Und wenn das Ventil nicht ein bisschen aufgemacht wird, dann geht das Sauerkraut an die Decke. Mein Bild. Ein schönes Gleichnis. Schade, dass Sie nicht mal irgendwann geweiht werden und sowas in der Kirche erzählen können. Ich stehe hier mit Weihbischof Ansgar Puff. Herr Puff, wann ist dieser Puff hier endlich so reformiert, dass sich alle Probleme mit einem Puff verpuffen? Und man sagen kann, endlich ist hier Ruhe im Puff. Ich mag meinen Namen auch. Ja, Sie wollen ja Reformen anstoßen. Jetzt hat der Papst ja schon Nein gesagt. Nee, der Papst hat nicht Nein gesagt, sondern der lässt uns laufen erstmal. Ich hätte stattdessen einen Geheimtipp für Sie. Brandheiße Sache. Und zwar gibt es da so eine ganz neue Gruppe, die haben all das, was sie fordern, schon umgesetzt. Die nennt sich die Evangelische Kirche. Ah ja, die gute Evangelische Kirche. Bei den Evangelien, da laufen die Mitglieder ja auch weg. Ja. Ne? Aber halt mit Frauen und mit Sex. Also, so ist es. Und bei uns ohne Frauen und ohne Sex. Ja. Also Sie kommen rüber, verstehe ich richtig, oder? Ciao. Ja, wieder einen überzeugt. Ich glaube eh nicht, dass das hier gerade noch jemand sieht. Wetten? Liebe Heute-Show-Fans, wenn ihr das hier noch seht, schreibt in die Kommentare, Gernot Hasknechts schauspielerische Darbietung hat mich zu Tränen gerührt. Und abonniert gerne den Kanal. Danke. Und die Endcard macht ihr jetzt hinter jedes Video, klar? Auch wenn ich nicht darin vorkomme.